Jetzt bei Die Familienhelfer. Ich wollte die waschen, weil die stinkt und jeder aus der Schule sagt das schon. Leg die Sachen wieder da rein. Nein, die stinkt jetzt nicht nur, sondern die klaut auch. Doch dass die Suche nach den Spielzeugen gleich eskalieren wird, damit rechnet keine der beiden Mütter. Denn neben ihrer wochenlangen absoluten Waschverweigerung hat die neunjährige Leonie noch ein anderes Geheimnis. Aha, ich hab's doch gesagt. Sind das deine? Ja, Leonie hat meine Spielzeuge geklaut. Wie? Und sogar mehr als gedacht. Oh, was? Ich wusste gar nicht, dass mir das fehlt. Da sind noch mehr Sachen von dir in der Kiste. Ja. Zoe hat ja dann ihre Sachen tatsächlich in einer Kiste in Leonies Zimmer wiedergefunden. Und nicht nur die vermissten Sachen, sondern sogar noch viel mehr. Und das war echt ein richtig unangenehmer Moment. Im ersten Augenblick hatte ich jetzt auch überhaupt keine Erklärung, auch keine Idee über den Zusammenhang. Ja, und die beiden Mütter taten mir echt leid in dem Moment, weil es war richtig peinlich. Ja. Was macht die denn da? Aber ich fand sie halt schön. Jetzt tue sie wieder in die Kiste. Ja, nein. Aber das sind doch Zoes Sachen. Warum klaust du denn jetzt auch noch? Sie sollte wieder in die Kiste legen. Leonie, jetzt beruhig dich mal. Erklär mir mal, was mit dir los ist. Sie soll die wieder da reinlegen. Ich erkenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Sehen Sie, was ich meine? Das ist unglaublich. Leonie, sind das Zoes Sachen? Die Nein, die gehören jetzt mir. Ich hab sie jetzt. Leonie, anderer Ton jetzt. Nein. Doch, es langt jetzt. Ich bin mega enttäuscht von dir. Okay, Moment, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle. Also weißt du was, Leonie, was ich vorschlage? Wenn du diese Sachen unbedingt behalten möchtest noch, dann können wir das ja vielleicht zum späteren Zeitpunkt klären. Vielleicht bietest du der Zoe einfach an, dass sich irgendwas anderes, dass sie was anderes von dir haben kann. Dann leiste ihr was anderes oder schenkst ihr was anderes? Was könnte sie denn nehmen? Als Ersatz, dass sie jetzt nicht mit leeren Händen nach Hause geht. Wenn sie das unbedingt noch braucht, die Sachen, dann klären wir das vielleicht erstmal. Vielleicht kannst du heute noch mal kurz. Sie wieder, so wie versprochen, ganz sicher. Aber die klaut, die stinkt jetzt nicht nur, sondern die klaut auch. Ja, wir werden das alles aufklären, woran das liegt. Ich verspreche dir, ich werde das klären. Leonie, was könnte sich denn die Zoe mal aussuchen, was sie mitnehmen kann? Meine Holzpuppe. Ich hätte jetzt erwartet, nach dieser Entdeckung, dass Leonie zumindest bereit ist, der Zoe ihre Sachen zurückzugeben. Aber sie hat sich ja geweigert, die abzugeben. Und das machte die Sache ja eigentlich noch peinlicher. Und mir war es jetzt das Wichtigste, erstmal die Mütter und Zoe aus dem Zimmer rauszuhaben, um mit Leonie alleine darüber reden zu können. Weil ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, wieso die Sachen jetzt nicht wenigstens zurückgegeben werden. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Leonie, dass du jetzt mal mir verrätst, warum du deiner Freundin die Sachen einfach wegnimmst, ohne zu fragen. Das macht man ja eigentlich nicht, ne? Findest du die denn so super schön? Nein. Du findest sie gar nicht schön? Mhm. Aber du spielst da so gerne mit, oder? Mhm. Aber ihr habt da mal mitgespielt, oder? Mhm. Und jetzt nicht mehr? Mhm. Seit wann nicht mehr? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen willst du nicht mehr mit den Sachen spielen? Seitdem findest du nicht mehr schön? Mhm. Okay, und seit 2 Wochen hast du dich auch nicht mehr gewaschen? Mhm. Und warum spielst du nicht mehr mit den Sachen seit 2 Wochen? Die sind böse und ich bin auch böse. Die Sachen sind auch böse und du bist auch böse. Mhm. Und kannst du mir denn sagen, warum? Was ist denn an den Sachen böse? Mhm. Sagst du mir nichts zu? Mhm. Nein. Ich habe dann gemerkt, dass ich im Gespräch mit Leonie einfach nicht weiterkomme. Vor allen Dingen war ich mit meinem Latein am Ende, als sie dann sagte, die Spielsachen findet sie nicht schön, weil sie auch böse sind. Und sie ist böse und die Sachen sind böse. Also ich habe in dem Moment echt überhaupt nichts mehr verstanden und dachte, jetzt brauchen wir erstmal einen Szenewechsel und habe vorgeschlagen, in den Garten zu gehen und mit ihr da ein Spiel zu machen. Wir spielen jetzt mal was mit deinem Boot. Das habe ich da eben gesehen. Das ist bestimmt deins, oder? Mhm. Das ist so ein hübsches Boot. Sollen wir damit mal was spielen? Nein. Ich dachte, weißt du, was man nämlich damit machen kann? Eine Fantasiereise. Du setzt dich in das Boot und du fährst damit in die Vergangenheit. Mhm. Ja, sollen wir das mal machen? Nein. Ach komm, bitte, hol's mal. Komm, ist das überhaupt schön? Ja, klar, das ist super schön. Das macht Spaß. Ich versuche. Ja, komm, wir machen das. Es war mir jetzt inzwischen klar, es ging wirklich um ein Erlebnis, was vor 14 Tagen stattgefunden haben muss, was irgendwie mit dem Nicht-mehr-Waschen, mit der Angst vor Wasser, mit irgendwie mit diesen Spielsachen, es musste einen Zusammenhang geben. Und dafür habe ich dann Leonie auf diese Fantasiereise geschickt.
Super. Dann legst du das einfach hier hin. Und jetzt setzt du dich da mal rein. Okay? Wirklich? Ja? Ja, du kannst nicht untergehen, glaube ich, oder? Hier auf dem Rasen kann eigentlich nichts passieren. Ich weiß nicht. Weiß nicht? Komm, setz dich da mal rein. Keine Lust. Mhm. Ha? Mach's dir mal richtig bequem da drin. Das ist doch schön weich, so ein Bötchen. Ist doch super. Es ist so ein schönes Boot. So, jetzt stellst du dir vor, du würdest mit dem Bötchen schippern in die Vergangenheit zurück. Und da fahren wir 2 Wochen zurück. Drehen wir jetzt mal die Zeit zurück. Und jetzt versetzt du dich mal an den Tag vor 2 Wochen. Ich glaube, das war ein Dienstag. Gehst du nach der Schule? Gehst du zur Oma oder wie ist das? Da warst du auch bei der Oma? Mhm. Und dann habt ihr Mittag gegessen? Was gab's denn da, weißt du das? Spaghetti Bolognese. Oh, lecker. Und was habt ihr denn dann nachmittags gemacht? Da sind wir spazieren gegangen. Da seid ihr spazieren gegangen, die Omi und du? Mhm. Und wo wart ihr dann spazieren? Wo seid ihr hingegangen? Am Fluss. Am Fluss wart ihr spazieren, am Wasser. Ah, und seit dem Tag hast du Angst vor Wasser? Nein, ich bin böse und du bist auch böse. Ich bin böse? Ja. Warum bin ich böse? Ich hab dir doch gar nichts getan, Leonie. Darum bist du böse. Warum bin ich böse? Und was hast du jetzt vor? Was machst du denn mit der Schere? Leonie, Leonie, oh Gott, das Boot. Leonie, was machst du denn da? Leonie, hör mal auf, was machst du? Um Gottes Willen, das Boot geht doch kaputt. Was machst du denn da? Oh nein, warum machst du das? Weil es böse ist. Das Boot ist böse? Ja. Oh nein, warum? Was hat das Boot dir denn getan? Hör mal auf damit, Leonie. Leonie, hör mal auf, was machst du denn? Es ist einfach böse. Warum? Darum. Darum? Die Situation ist dann wirklich völlig entglitten. Leonie hat dann sich noch mal als böse bezeichnet, mich als böse beschimpft. Und das Ganze eskalierte dann dahin, dass sie sich eine Gartenschere genommen hat und dieses Schlauchboot zerhackt hat, kaputt gemacht hat und gesagt hat, das Schlauchboot ist auch böse. Im ersten Augenblick dachte ich so, oh je, jetzt habe ich einiges falsch gemacht. Jetzt ist das Ganze hier völlig aus dem Ruder gelaufen. Und erklären konnte ich mir immer noch gar nichts. Das Kind wird mir immer unheimlicher. Oh. Sag mal. Ja, ist doch wahr. Also sie hat gesagt, das Boot ist böse. Ich glaube, wir müssen uns da mal in Ruhe unterhalten. Ich glaube, Sie können mir da vielleicht weiterhelfen. Ich? Mhm. Warum denke, meine Mama? Es geht da wirklich um diesen Tag vor 14 Tagen, als Sie an dem Fluss spazieren waren. Was ist da passiert? Also wir sind ganz normal am Fluss spazieren gegangen. Das ist ja auch eine Lieblingsstrecke von Leonie. Und da hatte sie... Ja, sie hatte so eine kleine Taucherfigur dabei, so ein Plastikpüppchen. Und dann hat sie gesagt, ich lasse den jetzt schwimmen. Und dann hat sie den ins Wasser geschmissen. Und dann habe ich halt gesagt, dass man das nicht tun sollte, weil das nicht gut für die Fische ist, wenn Plastik im Wasser landet. Und dass das böse ist, weil da kann sich ein Fisch dran verschlucken und sterben. Okay, Mama. Ja. Okay, also das ging speziell um das Plastik. Ja. Was man nicht ins Wasser werfen Richtig. Darf. Mit dem Hintergrund von dem ganzen Plastik, der sich in unseren Meeren befindet und was wir hinterher später selber wieder auf dem Teller haben. Also ich meine, okay. Man muss das Kind ja mal aufklären. Von dir kommt ja sowas nicht. Ja, aber dann musst du ihr doch nicht gleich sagen, dass der Fisch stirbt und dass sie böse ist. Ja, ich habe doch nicht gewollt, dass sie das so auffasst. Hast du mal gesehen, was du angerichtet hast? Es ist wirklich ganz schwierig, mit Kindern so über Umweltschutz und einen respektvollen Umgang mit der Natur zu reden, dass sie es zwar einerseits ernst nehmen und erkennen, wie wichtig das Thema ist, aber dass man ihnen nicht zu viel Angst davor macht. Weil wenn man Kindern das wirklich, gerade sensiblen Kindern, das drastisch erklärt, drastische Bilder vielleicht zeigt, oh, die armen Eisbären sterben aus, die Bienen sterben aus, alles ist ganz schrecklich. Das kann bei Kindern unglaublich große Ängste auslösen und die sind auch nicht hilfreich. Ja, also ich denke mal, das hat sie wirklich sehr irritiert. Also sie scheint seit dem Tag wirklich nicht nur Angst vor Wasser zu haben, sondern Angst vor Plastik. Ja. Und ja, wir müssen einfach noch mal in aller Ruhe mit ihr reden. Vielleicht bleiben Sie auch mal mit dabei, dass wir wirklich noch mal vielleicht jemand kurz aufklären. Nach der Standpauke ihrer Oma fühlte sich Leonie an der Meeresverschmutzung und dem Fischsterben schuldig. Daher wollte die Grundschülerin verzweifelt Wasser sparen und das vermeintlich böse Plastikspielzeug ihrer Freundin verschwinden lassen.
Bestürzt erkennt die Seniorin, was ihre Mahnung ausgelöst hat. Ja, das war sehr wahrscheinlich nicht besonders schlau von mir. Ja, Sie haben nicht gedacht, dass sie da so heftig drauf reagieren würde und dass sie das jetzt überträgt auf alles Plastik und sogar auf alles Wasser. Da könnte ja auch keiner mit rechnen. Ich finde es ganz wichtig, dass ich jetzt noch mal einen Termin mache mit der Oma und der Leonie zusammen. Am besten da vor Ort an dem Fluss, wo dieses ganze Gespräch stattgefunden hat, um bei Leonie diese wirklich erschreckenden Bilder da aus dem Kopf zu kriegen von den armen Fischen, die sie da alle jetzt auf dem Gewissen hat und so. Ich glaube, das muss man ihr wirklich noch mal von der anderen Seite ein bisschen erklären, sodass sie diese Erinnerung vergessen kann. Und ich glaube, dann wird sich das Problem auch lösen. Oma Anja hat Leonie erklärt, dass ihretwegen keine Fische sterben mussten und man die Umwelt schützen kann, auch ohne aufs Waschen zu verzichten. Seitdem duscht die Schülerin wieder und hat sich nach Rückgabe des Spielzeugs auch mit Freundin Zoe versöhnt. Ihr nächstes Geburtstagsgeld will die Neunjährige für die Säuberung der Meere spenden.